Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen von Leibniz Gesundheitstechnologien zu unserer heutigen Leibniz Health Tech Lecture. Wir haben heute zu Gast Herrn Dr. Patrick Steglich vom Leibniz Institut für innovative Mikroelektronik in Frankfurt an der Oder. Und Herr Dr. Steglich ist Wissenschaftler im Bereich der integrierten Photonik am Leibniz Institut in Frankfurt-Oder. Er hat Konstruktionsmechaniker studiert, eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker gemacht, hat dann physikalische Technik studiert und Photonik und dann in Rom promoviert. Er ist auch Dozent für Photonik und optische Technologien an der Technischen Hochschule in Wildau und seine aktuelle Forschung fokussiert sich auf die photonische und optoelektronische Sensorik. Heute erzählt er uns zu einem Thema, Vor-Ort-Analysen mittels photonisch integrierter Schaltkreise, Chancen und Herausforderungen. Und dabei geht es auch um eine Ausgründung aus dem Leibniz IHP, die HyFox GmbH. Ich übergebe Ihnen jetzt die Moderationsrechte und dann auch damit das Wort. Und Sie können mit Ihrem Vortrag beginnen. Besten Dank. Ich muss erst einmal hier alles kleiner machen, damit ich hier auch meinen eigenen Vortrag sehe. Und auch von meiner Seite her herzlich willkommen zu meinem Vortrag mit dem Titel Vor-Ort-Analysen mittels photonisch integrierte Schaltkreise. Heute wollen wir die Chancen und Herausforderungen diskutieren. Und wenn ich von Herausforderungen spreche, möchte ich natürlich auch Lösungen anbieten und Ihnen zeigen, dass was diese Technologie an Potenzial hat. Nun, geht die Präsentation nicht weiter, doch. Okay, ich bin vom Leibniz-Institut IHP. Noch eine Kurzvorstellung unseres Instituts. Wir sind in Frankfurt-Oder mit über 300 Angestellten. Haben wir einen Reinraum mit über 1500 Quadratmeter Klasse 1, der rund um die Uhr läuft. Und unsere Technologie beruht auf einer 8 Zoll CMOS-Technologie mit 250 Nanometer und 130 Nanometer kritischen Dimensionen. Wie sieht das aus? Hier sehen wir einen 8-Zoll-Wafer, auf dem wir unsere CMOS-Chips herstellen und diese dann letztlich auch Kunden außerhalb der Wissenschaft anbieten können, über zum Beispiel das über den Multi-Project-Wafer-Service für das Prototyping bis hin zu ganz eigenen Abläufen. Nun, mittlerweile sind hier nicht nur elektronische Schaltkreise drauf, sondern auch photonische, also optische Wellenleiter. Und das werde ich Ihnen heute hier vorstellen. Zum Ablauf. Zunächst einmal werde ich kurz photonisch integrierte Schaltkreise einführen, um zu erklären, wovon wir hier reden. Als nächstes möchte ich Ihnen noch erklären, wie ein photonisch integrierter Biosensor überhaupt funktioniert. Und dann kommen wir zur Vor-Ort-Analyse. Und zwar wollen wir hier die Chancen besprechen, die Herausforderungen und wie eingangs erwähnt auch mögliche Lösungen, um das Ganze dann auch aus dem Labor in die Praxis umzusetzen. Abschließend habe ich dann noch eine Zusammenfassung und gebe einen kleinen Ausblick. Beginnen wir mit den photonisch integrierten Schaltkreisen. Hier sehen wir einen typischen CMOS-Chip, der 3 x 2 mm groß ist. Und auf diesem Mikrochip befinden sich photonische Schaltkreise in Form von beispielsweise Siliziumwellenleiter. Diese Wellenleiter können das Licht transportieren, sie können es aber auch aufteilen in verschiedene Wege und manipulieren letztlich.
Hier sehen wir schematisch einen Querschnitt eines solchen Chips. Wir haben hier Gitterkoppler, um das Licht einzukoppeln. Wir haben Wellenleiter und wir haben integrierte Fotodioden, um das Licht letztlich zu detektieren. Die Gitterkoppler werden genutzt, um das Licht einzukoppeln. Das heißt, wir benötigen zum Beispiel eine optische Faser, mit der wir auf den Chip strahlen und dann das Ganze weiterleiten können. Nun, was aktuell in Entwicklung ist, sind Laserquellen, sodass wir dann das Ganze nicht mehr von außen einkoppeln müssen, sondern direkt auf dem Chip eine Laserquelle haben, sodass wir die Quelle und den Detektor dann monolithisch integriert haben, also alles in einem Chip. Das ist allerdings noch etwas Zukunftsmusik und Bestandteil aktueller Forschung. Neben siliziumbasierten Plattformen gibt es auch andere, zum Beispiel basierend auf Indiumphosphid oder Siliziumnitrid. Alle Plattformen haben Vor- und Nachteile. Indiumphosphid zum Beispiel bietet sich hervorragend an für direkt integrierte Laserquellen. Dafür können wir das Ganze aber nicht auf 8 Zoll herstellen, also nicht in der Massenfertigung, wie wir es können. Und die Forschung aktuell geht dahin, dass wir die verschiedenen Materialien kombinieren, sodass wir dann eine Plattform anbieten können. Gefühl für die Dimensionen zu bekommen, sehen Sie hier einen Wellenleiter, den optischen Wellenleiter, der besteht zum Beispiel aus Silizium und der hat meistens eine Höhe von 220 Nanometer und eine Breite von 500 Nanometer. Hier, dieser Wellenleiter wird dann später mit unserem Analyten wechselwirken, was ich im Folgenden noch im Detail erklären werde. Hier sehen Sie einmal einen typischen experimentellen Aufbau, um solche Chips zu charakterisieren. Dazu benötigen wir einen durchstimmbaren Laser, verschiedene Kameras von der Seite und von oben, um die optische Faser letztlich über den Chip präzise zu justieren. Und wir brauchen noch Lineartische, um die Faser eben den Chip zu platzieren. Nun, das alles ist natürlich nicht geeignet für die Vorortanalyse und deshalb stellt sich hier die Frage, wie können wir das ganze Equipment in ein Gerät bringen, sodass wir dann wirklich Point of Care beispielsweise oder Vorortanalysen im Bereich Umweltmonitoring realisieren können. Und das ist Bestandteil meines Vortrages. Wir werden später verschiedene Flaschenhälse uns anschauen, die wir hier überwinden müssen. Nächst aber, um das Potenzial zu verstehen, schauen wir uns noch einmal die Funktionsweise an von photonisch integrierten Biosensoren. Hier ein Beispiel. Zunächst brauchen wir den durchstimmbaren Laser, der wird in den Chip eingekoppelt. Hier sehen Sie dann den Siliziumwellenleiter. Der Laser hat dann natürlich, kann bei verschiedenen Wellenlängen arbeiten. Und wenn das Licht hier eingekoppelt wird, wird es teilweise in einen Ring gekoppelt und teilweise gelangt es zu einem Fotodetektor. Nun, das Spektrum, was wir dann erhalten, hat eine Filtercharakteristik. Und wenn wir jetzt einen Brechungsindexänderung messen möchten, sehen wir, dass dann der Resonanzpeak sich verschiebt. Für spezifische Messungen müssen wir natürlich den Wellenleiter noch funktionalisieren mit Fängermolekülen. Und das sieht dann so im Querschnitt aus bei dem Wellenleiter. Das heißt, das evanescente Feld, was außerhalb des Wellenleiters mit dem Analyten interagiert, führt dann zu einer Brechungsindexänderung
Und durch diese Brechungsindexänderung haben wir dann letztlich eine Resonanzpeak-Verschiebung, die wir messen können. Das ist ein Beispiel, das mittlerweile teilweise schon überholt ist. Also ist das einfachste Beispiel. Mittlerweile kann man nicht nur solche Intensitätsänderungen messen oder Resonanzänderungen, sondern direkt auch die Phasenverschiebung. Auch das ist Teil der Lösung, was ich später noch im Detail zeigen werde. Und hier, auch hier ein Gefühl für die Dimensionen. Hier ist ein Beispiel eines Ringresonators aus Silizium mit einem Radius von 7 Mikrometer. Das ist natürlich technisch möglich, für die Analytik nicht unbedingt notwendig bzw. auch nachteilig, weil natürlich die Interaktionsfläche extrem klein wird. Vorteil natürlich von so kleinen Dimensionen ist, dass man viele Sensoren auf einen einzelnen Chip bringen kann. Das ist natürlich limitiert dann, wenn wir an die Oberflächenfunktionalisierung denken, sodass dann letztlich diese Dimension von 7 Mikrometer eigentlich gar nicht praxistauglich ist. Vielmehr verwendet man dann beispielsweise Spiralen, um die Interaktionsfläche zu erhöhen und damit dann auch höhere Sensitivitäten zu erreichen. Nun, was für ein Potenzial haben diese Sensoren? Da möchte ich, habe ich versucht, hier das Ganze mal zu vergleichen mit einem Standard der Surface-Plasmonen-Resonanzspektroskopie und anhand dieses Goldstandards in der Bioanalytik möchte ich unsere integrierten Biosensoren vergleichen, um auch ein Gefühl für die Funktionsweise zu bekommen. Nun, bei der SPR ist es so, dass wir eine Goldoberfläche haben mit einer Freistrahloptik, das Ganze die Oberfläche bestrahlen und letztlich über das evanescente Feld wechselwirkt der Laserstrahl mit dem Analyten. Bei uns, wenn Sie sich daran erinnern, ist das genauso. Wir haben zwar keine Freistrahloptik, aber wir haben den Wellenleiter. Und durch das evanescente Feld, was hier außen am Wellenleiter ist, kann er dann mit dem Analyten wechselwirken. Und das Ganze sehen Sie dann hier auch noch einmal im Querschnitt. Das heißt, die ausbreitende Mode, so nennen wir das in der Optik, das Licht, das sich hier ausbreitet, wird gestört. Und damit ändert sich natürlich auch die Geschwindigkeit, mit der es sich ausbreitet. Und als Fazit kann man sagen, dass die Wechselwirkung des Lichts mit dem Analyten in beiden Fällen über das evanescente Feld geschieht. Bei der SPR können wir die Oberfläche auf verschiedene Weisen funktionalisieren. Wir haben hier eine Goldoberfläche und dann können wir beispielsweise Antikörper aufbringen. Und das Gleiche funktioniert natürlich auch mit unseren Sensoren. Hier haben wir eine Siliziumoberfläche, unter Umständen Siliziumnitrid. Aber die Oberflächenfunktionalisierung ist analog mit ein paar anderen Zwischenschritten, wie zum Beispiel einer Selanisierung. Aber im Prinzip kann man diese Oberflächen genauso gut funktionalisieren. Das heißt, wir können in beiden Fällen verschiedene Moleküle, biologische Moleküle detektieren, was ein großer Vorteil ist, denn dadurch kann man natürlich auch Multiplexing realisieren, also verschiedene Moleküle messen. Von der Gerätetechnik her sehen wir bei der SPR, dass wir eine Lichtquelle haben, die dann natürlich punktuell ja draufgestrahlt wird auf unseren Sensor. Wir haben einen Mikrofluidikkanal unter Umständen und dann messen wir die Reflexion. Nun, durch Änderung des Winkels der Lichtquelle zum Sensor
können wir dann die Resonanz bestimmen. Und wenn dann die Biomoleküle andocken, das heißt, wir haben eine spezifische Messung, dann ändert sich natürlich hier die Resonanz. Und über die Zeit gemessen können wir dann natürlich direkt das Sensogramm erhalten. Und wir erhalten auch Informationen über die Konzentration. Nun, bei unseren Sensoren ist das analog. Hier ändern wir nicht den Winkel, sondern die Wellenlänge. Wir erinnern uns, die Wellenlänge des durchstimmbaren Lasers. Und durch die Resonanzverschiebung, die wir dann zeitlich messen können, erhalten wir ebenfalls ein Sensorgramm, was genauso aussieht wie das bei dem SPR. Also hier kann man sagen, dass die Daten analog ausgelesen werden können. Also analog im Sinne, dass sie ähnlich aussehen. Und was ist das Detektionslimit? Hier habe ich versucht, aus der Literatur vergleichbare Werte zu finden, was nicht so einfach war. Ich habe hier C-reaktives Protein beispielsweise, das labelfrei detektiert wurde. Ein Beispiel gefunden für SPR, bei dem das Detektionslimit bei 1 Mikrogramm pro Milliliter angegeben wurde. Und das Gleiche, habe ich eine Publikation gefunden, und zwar hier für die photonisch integrierten Sensoren. Da lag es bei 300 Pikogramm pro Milliliter, also wesentlich geringer. Allerdings ist das hier mit Vorsicht zu behandeln. Das ist nur ein Wert, den ich jetzt hier mir rausgesucht habe. Grundsätzlich war es in den letzten Jahren so, dass man immer gesagt hat, dass photonisch integrierte Sensoren eine schlechtere Sensitivität haben, aber dafür den Vorteil, dass sie miniaturisiert werden können. Nun, das hat sich etwas gewandelt. Die Sensitivität hat sich enorm verbessert und damit auch das Detektionslimit, sodass ich eigentlich jetzt das Resultat als Quickessenz sagen kann, dass die Sensitivität und das Detektionslimit vergleichbar ist von den beiden Verfahren. Und Vorteile der SPR-Technologie an sich, dass wir natürlich labelfrei detektieren können. Dann können wir Multiplexing realisieren, zum Beispiel mit SPR-Imaging, das dann so aussieht wie eine CCD-Kamera mit einzelnen Pixeln, die dann ausgelesen werden. Und das Ganze kann auch sofort, also zeitlich aufgelöst gemessen werden, sodass wir auch Informationen über die Bindungskinetik erhalten. Nun, Vorteile von unseren photonisch integrierten Sensoren sind genau die gleichen grundsätzlich. Wir haben ja gesehen, dass die beiden Verfahren an sich vergleichbar sind. Nun, Vorteil hier ist noch, dass es natürlich eine Miniaturisierung erlaubt, dass wir eine kostengünstigere Hardware haben und dass es geeignet ist für Point of Care. Nun, natürlich gibt es auch SPR oder Entwicklungen in der SPR, die in diese Richtung gehen, Point of Care oder Vor-Ort-Analysen. Grundsätzlich ist es aber so, dass mit den vorhandenen Technologien aus der Mikroelektronik ist es durchaus einfacher, diese Hardware ringsherum zu realisieren und auch zu miniaturisieren und letztlich auch oder in einem kostengünstigen System anzubieten. Nun, das ist aber auch noch Bestandteil der Forschung und Entwicklung. Das gibt es so noch nicht. Und deshalb wollen wir ja auch das Ganze heute diskutieren. Wir wollen Vor- und Nachteile diskutieren.
Und als wichtigsten Punkt hier eben ist es für die Vor-Ort-Analyse geeignet. Nun, jetzt kommen wir eben schon zu dem Hauptpunkt, der Weg vom Labor in die Vor-Ort-Analyse. Und hier möchte ich erst einmal die Chancen besprechen. Grundsätzlich können die Sensoren für viele verschiedene Anwendungen verwendet werden, zum Beispiel in der Lebensmittelanalyse, in der Hygiene. Hygiene hier zum Beispiel die Detektion von Legionellen in Wasser oder Landwirtschaft, aber auch zum Beispiel Antibiotika in Milch, also und in dem Umweltmonitoring. Nitrat ist natürlich ein großes Thema. Und in der Medizintechnik ist natürlich oder liegt eigentlich die Hauptanwendung. Da ist ja auch die SPR weit verbreitet, was zumindest die Zentrallabore angeht. Hier ein paar Beispiele für Anwendungen, die ich einmal zusammengefasst habe, die auch hier in unserer Publikation dann noch einmal nachgelesen werden können mit entsprechenden Referenzen. Literaturreferenzen. Hier sehen Sie aber schon das breite Spektrum. In diesem Artikel ging es allerdings nur, oder der Artikel war nur fokussiert auf Ringresonatoren, was ich eingangs gezeigt habe. Und insgesamt gibt es aber weitaus mehr Anwendungsfälle, die schon demonstriert wurden. Sie sehen hier auch die Detektionslimits, die auch für die Praxis relevant sind. Nun, was brauchen wir in der Praxis? Wenn wir von unserer CMOS-Technologie sprechen, wollen wir das natürlich kostengünstig herstellen und auch in Masse. Das ist in diesem Fall gegeben, denn hier können wir hohe Stückzahlen zu günstigen Preisen anbieten. Da ist unsere Technologie mit vielen Fabs, also Fabriken weltweit, kompatibel ist. Nun, wir wollen Resultate in kurzer Zeit. Auch das ist möglich. So können zum Beispiel Antikörpertests in weniger als 3 Minuten realisiert werden. Wir können das Ganze miniaturisieren und für Vor-Ort-Analysen nutzen. Das ist natürlich etwas eine große Chance und die Herausforderung schauen wir uns gleich noch an. Dann wollen wir auch die Daten sicher übertragen. Auch hier ist das Leibniz-Institut IAP in der Forschung tätig und hat da, kann hier Lösungen anbieten, was entsprechend auch wichtig ist für zum Beispiel medizinische Anwendungen. Wir wollen nachhaltig denken. Das heißt zum Beispiel, die Chips können mit wenig Substanzen oder mit wenig Chemikalien auskommen. Beziehungsweise der Hauptpunkt ist eigentlich, dass man Chemikalien reduziert. Zum Beispiel bei Industrieanlagen, die regelmäßig gewartet werden müssen. Auch auf Legionellen beispielsweise, Kühltürme. Und deshalb wird aktuell mehr Chemie in diese Anlagen reingepumpt, um eine Kontamination zu vermeiden, weil man eben kein regelmäßiges Testing hat. Und das könnte man auch mit Vor-Ort-Analysen eventuell reduzieren. Nun, wichtig ist auch das Multiplexing, das heißt, wir können verschiedene Substanzen mit einmal messen und dann kommt auch schon ein großer Vorteil gegenüber anderen Verfahren, ist die Digitalisierung. Hier können wir natürlich unsere Daten direkt auch weiterschicken. Wir können aber auch das Ganze so gestalten, dass es intuitiv anwendbar ist. Nun, das sind die Ziele, die wir benötigen für eine Vor-Ort-Analyse oder zumindest auch, die möglich sind mit unserer Technologie. Und ich hatte ja eingangs das Laborbild gezeigt.
Wie kommen wir jetzt also zu einer Vor-Ort-Analyse mit solchen kleinen Geräten wie zum Beispiel Blutzuckermessgerät, was wir aus der Apotheke kennen, oder bis hin zu einem kleinen Handheld? Nun, dazu müssen wir uns einmal die Herausforderungen anschauen, um zu verstehen, warum es noch nicht so weit ist. Hier sehen Sie ein Beispiel einer Firma aus den USA, die es seit 2012 gibt. Diese Firma arbeitet mit siliziumbasierten photonischen Sensoren und hat in einer ersten Generation ein solches Gerät entwickelt. Letztlich ist das natürlich nicht für die Vor-Ort-Analyse geeignet. Ein aktuelles Gerät sieht dann so aus. Das wurde entwickelt für Corona, als Corona-Schnelltest, als Antigentest und mittlerweile auch als Antikörpertest. Und was wir wollen, ist aber das Ganze noch kleiner zu machen in Form eines Handhelds. Und um zu verstehen, warum das nicht so einfach ist, schauen wir uns hier eine aktuelle Literaturstelle an. Hier sehen wir, dass innerhalb einer solchen Box auch noch optomechanische Bauelemente vorhanden sind. Ich hatte eingangs erwähnt, dass wir Lineartische brauchen, um die optische Phase präzise über den photonischen Chip zu platzieren. Und diese Bauelemente sind erstmal teuer und schwer, als auch Platz einnehmend. Nun, also diese Herausforderung gilt es zu meistern, und ich nenne diese Herausforderung hier Lichtkopplung. Also die Lichtkopplung muss verbessert werden. Und hier sehen wir noch einmal den Querschnitt eines solchen Chips. Und die zweite Herausforderung können wir uns überlegen, wenn wir oder sehen wir hier. Und zwar benötigen wir in den meisten Fällen noch eine Mikrofluidik. Diese Mikrofluidik hat allerdings keinen Platz, da wir die Photodiode über elektrische Kontakte auslesen wollen. Wir müssen die optische Phase hier auf den Chip platzieren. Nun, wo soll die Fluidik hin? Natürlich gibt es Verfahren, um ein Fenster zu lassen, aber letztlich, wenn wir von einer Massenproduktion sprechen, sind diese Verfahren dann sind diese Verfahren nicht geeignet. Nun, hier ist die Herausforderung, dass wir erstmal einen Platzbedarf haben. Wir können natürlich die Chips größer machen, aber jeder Quadratmillimeter kostet Geld. Und deshalb ist es sinnvoll, den Chip selber so klein wie möglich zu realisieren. Und dann haben wir ein Problem mit der Oberflächenfunktionalisierung, denn wir haben hier Aluminiumkontakte, die abgedeckt werden müssen während der Funktionalisierung, entweder von der Fluidik. Wenn das nicht geht, natürlich, dann müssen wir das temporär abdecken, aber das ist schwierig. Allerdings wäre das ein großer Vorteil, wenn wir nicht nur den einzelnen Chip funktionalisieren, sondern den gesamten 8 Zoll Wafer. Und ja, das ist einfach die Herausforderung, vor der wir stehen. Und zusammen mit der Lichtkopplung und noch einer weiteren, und zwar der Lichtquelle selber, kommen wir auf 4 Herausforderungen. Warum jetzt die Lichtquelle? Ein durchstimmbarer Laser ist ebenfalls sehr groß, wie wir in dem Laborbild gesehen haben. Er ist teuer und natürlich nicht geeignet für die Vor-Ort-Analyse. So, diese 4 Herausforderungen wollen wir jetzt überwinden. Deshalb kommen wir jetzt zu den Lösungsvorschlägen. Hier noch einmal das Problem mit der Faserkopplung, der Lichtkopplung.
Wir haben gesehen, wir brauchen Kameras für die Phase, für die Faserplatzierung, aber auch diese hochpräzisen optomechanischen Lineartische. Üblicherweise wird das Licht über eine optische Faser eingekoppelt. Und hier sehen Sie das Kamerabild von der Chip-Oberseite. Hier sehen Sie eine Faser und hier auf der rechten Seite auch. Hier das Bild der Kamera von der Seite. Diese Fasern müssen hochpräzise über den Chip hier platziert werden. Und bei jeder Bewegung verlieren Sie sofort das Signal. Und es ist natürlich auch nicht geeignet, um einfach einen Chip rein und raus zu schieben, wie es in der Praxis notwendig ist. Deshalb haben wir hier eine Lösung entwickelt über eine Gradientenindex-Linse, die auf der optischen Faser aufsitzt. Das kann man mittlerweile auch kommerziell kaufen. Das ist kein Hexenwerk. Das Besondere hierbei ist, dass der Lichtstrahl aufgeweitet wird und dann wieder parallelisiert und dann trifft er auf den Chip. Wir haben dadurch einen größeren Arbeitsabstand von fast 2 mm im Vergleich zu wenigen Mikrometern bei der herkömmlichen Einkopplung. Und das Wichtigste ist, dass wir eine größere Lagetoleranz haben. Das heißt, bei der normalen Stufenindexfaser haben wir eine Lagentoleranz von ungefähr plus minus 3 Mikrometer. Also plus minus 3 Mikrometer kann der Chip hier verschoben werden. Bei unserer Lösung kann das bis zu 60 Mikrometer passieren. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn wir den Chip einfach rein und raus schieben möchten, wie zum Beispiel bei einem USB-Stick. Das heißt, die Lichtkopplung, das ist eine Lösung, eine von vielen, die wir damit, womit wir die erste Herausforderung lösen können. Und hier noch einmal gezeigt, das könnte dann, so könnte die Lösung dann aussehen, dass in diesem Gerät ein Laser integriert ist, der als Linse ebenfalls so eine Gradientenindexlinse hat. Und dann können Sie sich das wie bei einem CD-Player zum Beispiel vorstellen, da ist ja auch ein Laser mit einer Linse verbaut. Dann wird der Chip eingeschoben wie ein USB-Stick und ist arbeitsbereit. Und die nächste Herausforderung ist die Lichtquelle, also der durchstimmbare Laser. Und hier gibt es aktuelle Entwicklungen, um keinen durchstimmbaren Laser mehr zu verwenden, sondern vielmehr einen Laser mit einer einzelnen Wellenlänge, was natürlich massiv die Kosten reduziert. Und hierbei wird nicht mehr eine Intensitätsänderung gemessen, indem man einen Ringresonator verwendet. In diesem Fall verwendet man einen Mach-10er-Interferometer, was sich auf dem Chip befindet. Und dann wird das Licht wieder ausgekoppelt und elektronisch weiterverarbeitet, sodass man dann die Phasenänderung messen kann. Nun, diese Phasenänderung kann dann mit einem weiteren CMOS-Chip gemessen werden oder man integriert alles auf einen Chip, was wir dann elektronisch-photonische Schaltkreise nennen. Hier wurde zum Beispiel gezeigt, dass wir ein Detektionslimit von 300 Picometer, Picogramm pro Milliliter erreichen können bei der Detektion von CRP. Ich habe gerade gesehen eine Frage zur Lichtkopplung. Deswegen, Moment. Möchten Sie es direkt beantworten oder wollen wir warten, bis Sie durch sind? Okay, dann machen wir das zum Schluss. Vielleicht habe ich nämlich schon ein paar Fragen übersehen. Dann machen wir das lieber gesammelt zum Schluss. Okay, dann kommen wir zur nächsten Herausforderung. Und zwar der Platzbedarf für die Mikrofluidik als auch die Oberflächenfunktionalisierung.
zur Erinnerung, wie können wir das realisieren? Nun, von der Vorderseite ist es immer herausfordernd und deshalb haben wir ein neues Verfahren entwickelt, bei dem wir den photonischen Sensor von der Rückseite freilegen und dadurch können wir dann die Mikrofluidik auch von der Chipseite realisieren. Nun, wir können auch die Oberflächenfunktionalisierung dann von der Rückseite machen und das erlaubt uns eine Entkopplung von den elektronischen Bauelementen und von der Optik zu dieser chemischen, biochemischen Geschichte. Nun, so sieht das dann aus. Wir haben hier einen Chip von der Vorderseite und von der Rückseite sehen Sie die vier Kanäle, die hier zu sehen sind. Hier sind dann die Sensoren freigelegt. Diese Kanäle können wir auch direkt nutzen als Mikrofluidik. Das heißt, wir können den Chip auf ein planares Substrat aufbringen und mit zwei Löchern dann das Fluid durchschleusen. Das Ganze sieht dann so aus. Hier haben wir den Chip hier aufgebracht und von der Rückseite können dann zum Beispiel Schläuche eingebracht werden, die dann einfach mit einer Spritzenpumpe verbunden werden, beispielsweise. Wie erwähnt, geht es auch nicht nur für rein passive Bauelemente. Passiv heißt bei uns, dass hier optische Wellenleiter, sondern wir haben auch aktive Bauelemente und wie zum Beispiel elektronische Transistoren. Und so können wir beispielsweise die Lösung der Einwellenlängenmessung hier auf einen Chip realisieren und haben dann photonische Bauelemente als auch elektronische auf dem Chip. Und hier noch eine Prototypentwicklung von der rückseitigen Integration der Fluidik. Das heißt, wir haben den Chip hier auf ein PCB, das ist ein Printed Circuit Board, gebracht. Das sieht dann so aus und können das dann von der Rückseite eben anschließen mit der Mikrofluidik. Von der Vorderseite hier ein Mikroskopbild sieht das dann so aus, dass wir den Chip kontaktieren können über Drähte, über Drahtbonden. In der Mitte wird es freigelassen für die optische Lichtkopplung. Und von der Rückseite sehen wir dann die beiden Löcher und den Kanal. Und mithilfe dieses Verfahrens können wir dann diese Chips packagen. Wir sprechen hier vom Packaging in der Mikroelektronik. Und dieses Packaging wurde hier mit Standardverfahren realisiert. Also nichts aus der Forschung, sondern aus der Mikroelektronikindustrie. Und dadurch können wir dann kostengünstig diese gepackagten Sensorchips anbieten, die dann in weiteren Handheld-Geräten zum Beispiel verarbeitet werden können oder ausgelesen werden können. So, die Oberflächenfunktionalisierung war noch eine Herausforderung bisher. Das können wir, wir haben bisher gesehen, dass wir die Chips auf 200, also auf 8 Zoll Wafern herstellen können. Nun wäre es natürlich auch günstig, wenn wir die komplette Oberflächenfunktionalisierung auf dem großflächig auf dem Wafer realisieren können und dann auch die Mikrofluidik komplett auf dem Wafer realisieren. Das heißt, es gibt mittlerweile auch zum Beispiel nur ein Beispiel, eine Firma aus der Schweiz, die sich darauf spezialisiert hat, Wafer-Level Mikrofluidiken herzustellen, aus Glas, aber auch aus Kunststoff. Und anschließend
werden dann die Wefer vereinzelt. Das heißt, wir können dann die Chips rausschneiden und packagen. Das heißt, wir bonden diese dann auf unser Substrat. Damit haben wir dann einen sehr kostengünstigen Prozessablauf, weil wir hier sehr große Massen herstellen können. Also wir haben eine Massenproduktion, die wir letztlich für die Industrie oder aber auch für die Wissenschaft anbieten. Und das heißt, dass man dann nicht mehr unbedingt für jedes Forschungsprojekt beispielsweise ein Photonik-Institut oder so braucht, sondern was wir auch machen müssen, ist natürlich die Oberflächenfunktionalisierung hier weiterentwickeln, sodass wir dann Standard-Kits anbieten können, die dann weiterverwendet werden können für neue Innovationen und dann die hoffentlich dann letztlich in verschiedene Anwendungen münden. Nun, für unsere verschiedenen Ansätze haben wir den Leibniz Gründungspreis 2021 gewonnen, zusammen mit den Kollegen aus Greifswald. Unsere Gründungsinitiative vom IAP heißt HyFox. HyFox steht für Hybrid Photonics, weil wir hier verschiedene Materialien verwenden werden in Zukunft. Aber wir bringen hier auch die Chemie mit der Mikroelektronik zusammen. Und unser Ziel ist es, eine Massenproduktion von solchen Sensorchips anzubieten. Das Packaging, was ich hier ein Beispiel gezeigt habe. Und wir wollen natürlich auch gemeinsam Anwendungen schaffen. Nun komme ich schon zur Zusammenfassung und zum Ausblick. Wir haben gesehen, was photonisch integrierte Schaltkreise sind. Wir haben uns die Dimensionen klar gemacht. Wir haben versucht zu verstehen, wie ein photonischer Biosensor funktioniert. Und letztlich haben wir die Herausforderungen uns angeschaut, vor denen wir stehen, wenn wir dann das Ganze für eine Vor-Ort-Analyse verwenden wollen. Wir haben auch unseren Lösungsansatz gesehen von der Rückseitenfreilegung der Sensoren und das Packaging, was dann letztlich eine Vereinfachung bei der Anwendung mit sich bringt, vor allem weil es kompatibel ist mit typischen mikroelektronischen Verfahren. Als Ausblick, es wird nicht nur bei Immunosensoren in Zukunft bleiben. Also die Entwicklung geht auch dahin, dass man weitere Verfahren auf den Chip realisieren möchte, wie zum Beispiel spektroskopische Verfahren. Das ist auch schon alles publiziert. Das ist nichts Neues. Hier ist man natürlich noch dabei, die Sensitivität und Auflösungsvermögen zu verbessern. Aber letztlich ist es so, dass man früher oder später verschiedene Verfahren, komplementäre Verfahren auf einen einzigen Mikrochip bringen möchte. Damit bedanke ich mich bei Ihnen und freue mich auf die Diskussion. Herr Helwacke, wie finde ich jetzt die Fragen hier? Im Chat, ich kann sie Ihnen vorlesen. Hier war gerade kurz mein System eingefroren, aber jetzt sollte es wieder gehen. Sie hören mich, oder? Ja. Gut, okay. Ja, ganz vielen Dank für den Vortrag und die interessanten Ausführungen, vor allem auch für das schrittweise Vorgehen für Ihr Anwendungsbeispiel. So, wir haben zwei Fragen oder auch Kommentare im Chat. Die erste Frage ist, gibt es nicht erhebliche Verluste durch die Lichtkopplung mit kollimiertem Licht durch starke Fehlanpassung der Lichtmoden? Fragezeichen. Ich gehe nochmal zurück auf die Folie. Ja, gern. Genau. Und zwar haben wir erhebliche Verluste. Erheblich heißt hier ungefähr
also ungefähr 6 dB höhere Verluste als bei der Single-Mode-Phase. Allerdings können wir damit leben in der photonischen Sensorik. Wir haben, dass das diese Grinnlinse ist letztlich auch noch nicht komplett optimiert. Das war eigentlich nur ein Proof of Principle. Für die Sensorik ist es aber schon wichtig, da haben Sie recht, dass wir so viel Licht wie möglich reinbekommen, denn die Sensitivität steigt auch oder fällt dann letztlich mit weniger Lichtintensität. Und trotzdem ist es so, dass man hier einen Trade-off hat und wir damit gezeigt haben, wenn man da hinkommen möchte für eine Vor-Ort-Analyse, um das Ganze pluggable zu machen beispielsweise, dann braucht man eine solche Lösung. Ein weiterer Ansatz, der vielleicht auch praktikabel ist, ist, dass man einen Laser direkt nicht auf den Chip integriert, aber drauf bondet. Das ist auch ein interessanter Ansatz. Das macht man ja auch schon so, einen Pixel zum Beispiel. Und dann hat man weniger Verluste. Und das muss man immer abschätzen, ob man damit leben kann. Für unsere Anwendung, die wir bisher betrachtet haben, war das absolut ausreichend. Wenn man jetzt Detektionslimits, also wenn man jetzt wirklich absolut geringe Detektionslimits adressiert, dann empfiehlt es sich schon, die Lichtquelle hier drauf zu bonden. Das stimmt. Okay, ich hoffe, dass die Frage dann beantwortet ist. Ja, vielen Dank. Dazu direkt war dann eben auch die Frage, wäre es nicht auch möglich, den Laser als oberflächenimitierenden Halbleiter-Laser auf dem Chip mit zu integrieren? War auch noch eine Frage. Genau, das habe ich ja, genau, ein Pixel, genau, ein vertikal emittierender Halbleiterlaser, genau, das wird auch gemacht. Letztlich kommt es immer auf die Anwendung drauf an. Wenn man jetzt den Test selber so günstig machen möchte wie möglich, dann verschiebt man natürlich die Kosten dann auf das Gerät. Wenn man die Möglichkeit hat, den Test etwas teurer anzubieten, vielleicht in der Medizintechnik möglich, dann kann man natürlich dieses Bonding eines Pixel-Lasers bevorzugen. Aber ja, das ist auf jeden Fall etwas, was wir auch machen. Gut, bevor wir jetzt zu einer etwas komplexeren Frage kommen, eine andere Frage noch hatten Sie, glaube ich, am Anfang erwähnt. Wie groß ist typischerweise ein Chip? Vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen. Genau, eingangs hatte ich ein Beispiel von 2x3 mm gezeigt. Ich zeige aber jetzt hier noch mal unseren Prototypen. Hier, dieser Chip ist 0,5 mm mal 2 mm und hat damit eine Gesamtfläche von 1 Quadratmillimeter, was natürlich hervorragend ist. Und auf diesem Chip befinden sich 4 verschiedene Sensoren. Okay, vielen Dank. So, dann kommen wir zu einem etwas komplizierteren Frage, zum grundsätzlichen Fragen auch. Das eine wäre, beziehen Sie die Point-of-Care-Tests auf Protein-Protein-Interaktion oder auch auf DNS-DNS-Wechselwirkungen? Genau, hier komme ich eigentlich zu einem Punkt, den ich vielleicht noch nicht hervorgehoben habe, ist, wir sind Physiker und Ingenieure aus einem Halbleiterinstitut und wir sind eigentlich interessiert an Kooperationen im Bereich der Bioanalytik, der Biochemie, der Oberflächenfunktionalisierung bis hin zur Mikrofluidik. Bisher haben wir sehr gute Kooperationsmöglichkeiten mit der Bundesanstalt für Materialforschung gehabt, mit der Abteilung Proteinanalytik haben wir zum Beispiel Troponin I, also ein Proteinkomplex gemessen, der beim Herzinfarkt ausgeschüttet wird.
Aber selber zum Beispiel Aptamere und so weiter haben wir auf unserer Plattform jetzt hier noch nicht getestet. Die letzten Jahre waren wir fokussiert, um diese Sensoren, also dieses Packaging hier zu realisieren, um es für die Masse anzubieten. Und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, dass wir eben diese verschiedenen Funktionalisierungsmöglichkeiten auch gerne mit verschiedenen Kooperationen realisieren wollen. Und da können Sie sich dann gerne bei mir melden, wenn Sie da Ideen und Vorschläge haben. Sehr gut, also ein Call for Collaboration jetzt hier. Es geht aber noch weiter in diesem Fragenkomplex. Kernprobleme von marktfähigen Point-of-Care-Tests sind ja unter anderem integrierte Probenvorbereitungsstrategien, dann hohes Potenzial für automatisierte Massenfertigung, niedrige Komplexität und Stabilität des Point-of-Care und einfache Bedienbarkeit. Wo sehen Sie hier Herausforderungen bei Ihrem Ansatz und welche Vor- und Nachteile sehen Sie zu bestehenden bzw. Ihnen bekannten, in Entwicklung befindlichen Point-of-Care-Plattformen? Einige Punkte hatten Sie ja schon genannt, aber vielleicht könnten Sie das nochmal ausführen. So, vielleicht zeige ich hier nochmal den Querschnitt. Es ist richtig, dass man, also hier ist natürlich vereinfacht dargestellt, die Fluidik. Für viele Fälle brauchen wir noch Filter und so weiter, Probenvorbereitung, Durchmischung. Das ist etwas, was wir dann zum Beispiel unterhalb dieses PCBs hier realisieren können. Das heißt, wir können beispielsweise hier noch eine Mikrofluidik aufbringen, also ein schönes Beispiel ist ja der Chip Shop aus Jena, die das sehr weit entwickelt haben. Da kann man sozusagen auf verschiedenen Plattformen aufsteigen. Der große Vorteil hier ist, dass man nicht viel anpassen muss. Ob das jetzt hier, oder wie soll man das sagen, Sie können sich ja vorstellen, dass diese PCB und dieser Chip ist ja relativ klein und dann würde man das einfach auf eine Kartusche aufbringen, die dann wesentlich größer ist. Und das hängt dann natürlich immer von der Anwendung ab, welche Probenpräparation man braucht. Letztlich hat man dann immer hier diese Anschlüsse. Die man oder die Löcher sind dann natürlich die Anschlüsse. Ich habe jetzt hier leider kein schematisches Bild, aber ich hoffe, es ist dann verständlich, wenn man sich vorstellt, dass man unterhalb dieses PCBs einfach noch diese ganze mikrofluidischen Lösungen realisiert. Gut, also die würde dann eher von einem externen Kollaborationspartner kommen, als dass Sie da jetzt in die Genau, Eigenentwicklung also da, gehen, wenn ich also das sehe. auch das ist auf jeden Fall Know-how, dass das so stark und intensiv entwickelt wurde, dass sich das nicht lohnt. Wir versuchen hier eher eine Zuliefererkette aus der Mikroelektronik, aus der Mikrofluidik bis hin zur Oberflächenfunktionalisierung zu realisieren. Profitieren ja aus den einzelnen Bereichen. Das wollen wir eigentlich nicht alles selber beackern. Und Sie hatten aber ja genannt, dass dort es auch schon Ansätze gibt, diese Wafer-Mikrofluidiken, die parallel im Prinzip produziert werden. Gibt es da Anwendungsbeispiele? Also sind die da schon weiter in diesem Bereich, dass es dort Tests gibt, die man kaufen kann? Oder ist das alles noch experimentell? Nein, also dass es angeboten wird, ist die eine Sache. Das wird aktuell zum Beispiel über EuroPractice angeboten. EuroPractice ist eine von der EU geförderte Plattform, der zum Beispiel Universitäten oder Forschungseinrichtungen sich solche Chips selbst designen können und dann herstellen lassen können, zum Beispiel auch über das IAP. Und dann Okay. gibt es andere Institute oder Firmen, wie zum Beispiel diese Schweizer Firma, die dann diese
unsere Wefer nimmt, ihre Fluidik aufbringt und dann vereinzelt. Aber dass es jetzt in eine Anwendung schon gemündet ist, das weiß ich nicht. Ich kenne natürlich einige Publikationen, die das Potenzial demonstrieren. Allerdings scheitert es immer an den Herausforderungen, die wir hier heute besprochen haben. Und die größte Herausforderung, die aus unserer Sicht war immer das Packaging. Dafür gab es einfach keine brauchbare Lösung für eine Massenproduktion. Und deshalb, also die Kombination dieser Herausforderungen, dass die gelöst wurde, das ist mir noch nicht bekannt als Produkt. Okay. Also es sind sicherlich bei dem Vortrag hier auch viele Anwender dabei gewesen von solchen Tests und auch sicherlich Entwickler. Deswegen da noch eine Frage zu den Legionellen. Das hatten Sie ja als Beispiel genannt, dass man dort eben durch Einsatz von Tests vermeiden könnte, dass man auch im Hinblick auf die Verwendung von Chemikalien oder eben vielleicht auch einen Einsatz dann von Hitze Legionellen zur Bekämpfung von Legionellen dort eine Testung einbauen könnte, kostengünstig. Gibt es da schon Ideen, Versuche oder Erfahrungswerte? Das war noch eine Frage. Also Anwendungsfeld, Testung von Wasser auf Legionellen. Jetzt haben wir das Bild verloren. Ich hoffe nicht auch Herrn Steglich insgesamt. Herr Steglich, hören Sie uns wieder? Gut, dann warten wir einen kleinen Moment, bis er sich hoffentlich wieder einwählen kann oder wieder eine Verbindung hat. Vielleicht darf ich kurz einhaken, Andreas May. Ja, hallo Herr May. Vom ERP, hallo. Also um die Frage zu beantworten, ja, es gibt da konkrete Anfragen und konkrete Szenarien, die wir schon durchdiskutiert haben. Herr Steglich hat es in seinem Vortrag kurz erwähnt, wenn es darum geht, zum Beispiel in der Großindustrie Analyse von Kühlwassertürmen, da gibt es ziemlich konkrete Anfragen, wie das eben vor Ort passieren kann, ohne diese komplizierteren Laborgänge eben mit einzubeziehen. Okay, danke schön. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt auch im IHP sitzen, beide, oder also ob die Verbindung gleich gut oder gleich schlecht ist. Wir sind an unterschiedlichen Standorten. Okay. Herr May ist sozusagen Partner auch in der Ausgründung HiFox. Jetzt hat Herr Steglich gerade geschrieben, dass er uns nicht mehr verstehen kann, aber insofern haben wir hier Replacement, das ist sehr schön, vielen Dank. Ich sehe jetzt im Chat keine weiteren Fragen, würde aber nochmal sonst ermuntern, falls noch direkt Fragen vorhanden sind, dass Sie auch sonst Ihr Mikro einschalten und die Frage direkt stellen. Deswegen würde ich nochmal einen kleinen Moment warten. Ansonsten, da ich jetzt nichts sehe akut, danke ich nochmal ganz herzlich, natürlich vor allem Herrn Dr. Steglich für die Präsentation und die Beantwortung der Fragen und Ihnen allen auch für die Teilnahme. Und Sie haben ja gehört, der Aufruf, falls Sie interessiert sind, sich dort einzubringen in die Entwicklung eines solchen Systems, dann sind Sie hiermit herzlich aufgefordert und vielen Dank für die Teilnahme und wir hoffen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen.